Auf ein Thema möchte ich bitte unbedingt nochmal eingehen und vielleicht in einer Weise, wie es noch leichter zu verstehen ist. Dieses ewige Thema, mit dem natürlich auch ich konfrontiert werde, wenn die Leute hier herkommen von sonst woher und sagen, naja, ich bin halt ein Patient, ich weiß das von allen anderen Behandlungen und Weisen, ich habe schon immer eine Knickse im Spreizus, ich habe ein Hohlkreuz und das habe ich, weil das meine Mutter schon so arg hatte, weil das meine Oma schon so hatte und weil das eben innerhalb der Familie vererbt wird. Leute, bitte hört auf, euch diesen Quatsch einreden zu lassen und lasst das mit das Erste sein, was ihr aus dem Kopf da oben rausschmeißt. Knicksenk, Spreizfüße, Hohlkreuz und Co. werden nicht vererbt, die werden nachgemacht. Das Ganze kann man sich einfach so vorstellen, wie wenn über Generationen nur eine Sprache gesprochen wird. Sagen wir halt mal Deutsch. Das ist die Kindersprache, die Art und Weise, wie man steht und geht und so weiter. So, jetzt bräuchte man, um Balance zu erreichen, das Ganze aufzulösen, Spanisch dazu. Nun spricht's die Oma nicht, nun spricht's die Mutter nicht. Wie soll's bitteschön das Kind sprechen? Geschweige denn sprechen in einem Land, in dem Spanisch im Sinne der Bewegungslehre immer brauchen wir nicht, wir haben schon alles, wird. Das ist das ganze Thema. Jeder Mensch kommt unbalanciert zur Welt, steht erstmal so auf, hat erstmal körperliche Unsicherheit und Dysbalance. Nun geht es einfach darum, kommt drum Variana her, dieser oder jener, kommt das Fitnessstudio oder was weiß ich daher, kommt die Übung daher, oder kommt Balance daher? Und das ist etwas, was ihr euch wirklich, wirklich eigenaktiv schenken könnt. Denn ohne Balance ist alles nichts. Andererseits kriegt ihr mit Balance alles. Ein balancierter Fuß wird niemals ein Knicksenk-Spreizfuß sein. Ein balanciertes Becken, das ich einfach loslasse auf geschmeidigen Beinen, wird von jetzt auf gleich kein Hohlkreuz mehr einleiten. Es wird sofort die Basis auch bieten, den Buckel darüber entsprechend aufzurichten und so weiter. Lernt die Sprache, die euch nicht beigebracht wurde. Entwickelt darauf Neugier und ihr könnt sofort aus eurem Körper beginnen, einen wirklich balancierten zu machen und euch rausholen aus diesem ewigen, ja, ist halt so, ist ein Mangel, den ich geerbt habe und mit diesen und jenen Hilfsmitteln ist der einigermaßen zu beheben. Einigermaßen, Leute. Reicht nicht. Dafür habt ihr einen viel zu tollen Körper am Start und könnt es viel, viel, viel locker und lässiger umstellen und für euch erreichen. Lasst euch nicht mehr einreden. Das war schon immer so, das bleibt also auch immer so, das konnte ich noch nie, das werde ich also nie können, höchstens einigermaßen abfangen mit Gegentraining, ist doch alles Quatsch. Lernt dieses Spanisch, geht dieses Sprachthema am Körperlichen an, das euch eben bis dato nicht beigebracht wurde. Lasst euch helfen, es gibt immer mehr Leute, die die Balance mitpflegen, die das nicht mehr abschreiben, wow, es muss aber rechts, links sein, es muss aber abgerollt sein über den mittleren Fuß, es muss aber platt getreten sein beim Gehen, der große Zeh. Wow, 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 wow. So langsam bewegen wir uns ja Richtung Vernunft, Richtung Beweglichkeit und der Ausnutzung unserer unglaublichen natürlichen Fähigkeiten. Ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß und deutlich mehr Selbstbewusstsein dabei.